Die Verbraucher wünschen sich verlässliche und klare Informationen. Wie gut ging es dem Tier, was jetzt auf meinem Teller gelandet ist? Und darum setzt sich der Verbraucherzentrale Bundesverband für einen Dreiklang ein. Wir sagen ja, ein freiwilliges staatliches Label in Deutschland wäre ein guter Schritt nach vorne. Was wir aber dringend brauchen, ist eine verbindliche europäische Haltungsverordnung. Das kennen wir von Eiern zum Beispiel. Und wir brauchen auch eine nationale Nutztierstrategie. Da geht es um die Frage gesetzlicher Tierschutzstandards und der entsprechenden Förderung. All das drei zusammen macht Sinn, heißt aber, mit dem ersten Schritt anzufangen. Die Absicht, das Ziel, das begrüßen wir. Und in den nächsten Monaten wird man darum ringen, welchen Tierschutzstandard wird es tatsächlich im Konkreten haben. Da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Das Tierwohl-Label, von dem Minister Schmidt redet, wird wahrscheinlich zwei Stufen haben. Das heißt, eine Stufe, die ein bisschen über den gesetzlichen Standards liegt, eine Premium-Stufe. Und wenn Sie so wollen, wäre Bio dann sozusagen das dritte Segment, was wir haben. Wir wissen aber, im Bio-Bereich reden wir gerade von einem sehr, sehr geringen Marktanteil. Und um mehr Menschen davon zu überzeugen, etwas für den Tierschutz zu tun, brauchen wir auch im konventionellen Fleischbereich diese Label und Informationen.